Dem VW Polo. In 72 ist 10 losgefahren, Dr. Mann. Die 27. Auflage des internationalen Eurol-Autobergrennen St. Agatha lockte am vergangenen Wochenende bei bestem Herbstwetter mehr als 12.000 Besucher an die Strecke. 163 Fahrer aus 8 Nationen, darunter auch 3 Damen, starteten nach 3 Trainingsläufen Sonntagmittag zum legendären Rennen. In 2 rund eine Minute dauernden Rennläufen bewiesen die Teilnehmer auf der kurvenreichen Strecke ihr Können und erreichten Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 300 km/h. Schnellster bei der diesjährigen Geschwindigkeitsmessung auf dem Streckenabschnitt vor dem Waldess war Patrick Zajelsnik mit 214 Stundenkilometern. In der Gesamtwertung wurde er Zweiter, hinter Eric Bergeron aus der Schweiz, der zudem den im Jahr 2000 von Walter Leitgeb aufgestellten Streckenrekord verbessern konnte. Bereits im ersten Lauf war er mit einer Minute 05.747 fast eine Sekunde schneller als Leitgeb. Im zweiten Lauf unterbot er seine eigene Bestzeit nochmals auf eine Minute 05.469. In 2012 bin ich für die zweite Mal und ich bin nur ein kleine Distanz für die Schreckrekord, aber jetzt die Wochenende ist perfekt mit Sonne, alle Wochenende und Auto geht auch viel, viel besser. Und zufrieden, viele Leute, sympathische Leute, das ist ein wunderbares Wochenende für mich. Ja, es kam mir zwar nicht so schnell vor, aber dass ich die beste Topspeed im unteren Teil der Strecke und im oberen Teil der Strecke erreicht habe, zeigt auch, dass ich doch schnell unterwegs war. Klar, auf der Geraden hatte halt Eric Bergeron ein bisschen Vorteil, weil sein Fahrzeug ist 100 Kilo leichter und ist ungefähr so, wie wenn man 100 PS weniger hat. Aber trotz all dem bin ich ganz zufrieden mit meiner Leistung und ja, war ein erfolgreiches Wochenende. Ein großartiges Erlebnis auch für die Fans an der Strecke und den Veranstalter MSC Rottenegg, die sich alle gemeinsam über ein einmal mehr gelungenes Motorsportfest in St. Agatha freuten.